Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Shift. Wir haben jetzt hier die Time Attack Rennen. Du hast einen neuen Wettkampf freigeschaltet. Kämpfe in einem gemischten Gegnerfeld um die beste Rundenzeit. Wir werden ziemlich viel unterwegs sein und nach Tokio, Autopolis, Ebisu und Russell Creek fahren. Tipp, neuer Wagen gefertigt. Verkaufe deinen Wagen mit in meine Wagen. Warum soll ich ihn verkaufen? Ich habe da noch Platz für den alten Wagen. Ja, mei, ne? Dann machen wir hier. Oh, 6 Sterne gibt es hier sogar. Okay. Renndetails. Okay, es gibt einen für Rundenzeit, 2 für Punktegrätze und 3 für Podium. Okay, entspannt. Dann fahren wir das Ding jetzt mal. Dein Wagen ist nicht zur Teilnahme an diesem Event freigegeben. Möchtest du zu deinen Garagen? Ja. Okay. Ich darf mit einem Stufe 2 Wagen nicht diese Rennen fahren. Schade. Dann fahren wir erstmal noch ein bisschen Stufe 1 Wagen. Ist auch schön, ne? Haben wir noch ein bisschen das alte Auto. Ich würde aber sagen, wir machen die Stufen nacheinander weg. Ihr könnt mir gerne was dazu in die Kommentare schreiben, ob ihr das nicht so gut findet. Ich habe schon wieder die ganze Zeit das Maus, die Maus, nicht das Mausfisch, die Maus im Bild. Es tut mir leid, wenn das in den anderen Parts auch so war. Ich bin einfach dumm. Kann ich auf der Bildschirmaufnahme, ich bin gerade rausgetappt, Eigenschaften, Mauszeiger aufnehmen, okay. So, jetzt ist er nämlich raus. Jetzt seht ihr ihn gar nicht mehr. Jetzt ist scheißegal, wo der ist. Dummer Fisch, ganz, ganz dumm. Hab ich gar nicht dran gedacht. Fahrer für mich finde ich übrigens immer noch Schockgesell. Okay, das war's. Viel Glück. Wartet das grüne Licht. Chillig, let's go. Grün, wir starten, los geht's. Ja, wir starten. Ich bin da schon voll dabei, Junge. Natürlich wieder ein komplett anderes Auto jetzt erstmal. Ach ne, wir sind ja eben auch. Ja, okay, schieb mich doch mal an, du Arsch. Wir sind ja vorhin auch schon den gefahren. Okay, merke Stufe 1 gewinnt, darf man nur mit Stufe 1 Wagen fahren. Gut, war irgendwo abzusehen, aber ich weiß nicht, weil in anderen Need for Speed Teilen halt auch nicht so. Da konntest du auch im Prinzip jedes Rennen mit jedem Auto spielen. Okay, das waren ein paar böse Drifts. Junge, verpiss dich mit deinem Megane S. Megane S finde ich übrigens gar nicht gut. Optisch gar nicht meins, klanglich gar nicht meins. Ist halt auch ein Renault, weil ich die alten Renaults zum Beispiel super geil finde. Alter Schwede, ey. Komm hier rum, bitte. Danke. Alte Renaults fand ich echt cool. Ich glaube nicht, dass ich eine schnellste Rundenzeit schaffe. Nee, sogar Vierter nur, Alter. Okay, das wird auch schon mal keine schnellste Rundenzeit. Aber Abschnittszeit könnte eine neue Bestzeit werden, von mir zumindest. Weil ja richtig rollender Start und nicht so halb stehender. Darf ich mal vorbei hier? Ja, habe ich. Okay. 400 Profilpunkte. Ja, Profil, genau. So spricht man das aus. So betont man das, Fisch. Profil. Nicht Profil, sondern Profil. Ich bin auch Prä-Profil. Ah, ne, P-Profil. Lassen wir das. Le Funny. Oh Gott. Ein bisschen die Kontrolle verloren. Ja, ihr Sohn, habe ich dir einen Knitt. Danke. Könnte ein neuer Rundenrekord werden? Ja, hab einen neuen Rundenrekord gefahren. Nice. Der fährt sogar ein S2000, oder? Sehe ich das richtig? Hätte ich nicht erwartet, dass ich das mit der Runde schaffe. Aber so gefällt mir die Schwierigkeit von den Gegnern schon deutlich besser. Ein bisschen knackiger. Ich brauche die jetzt nicht unbedingt auf einem High-Level. Ich sollte vielleicht auch nicht mit einer Hand fahren, mit der anderen Hand in der Haare spielen. Ja, in der Haare. Und zwar in denen an Kopf. Junge, fahr nicht so viel quer. Sheesh. Das war gerade viel quer, muss ich sagen. Das war deutlich mehr quer, als ich wollte. Unterbiete eine Minute, okay? Jo! Voll durchgespeedet. Also hier bin ich echt schon immer rum. Kurbeln am Lenkrad, Alter. 59. Fuck, ich hab's nicht geschafft. RIP. 720, ja. 720 zu langsam. RIP. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns
gleich wieder, wenn ich die Rundenzeit von unter einer Minute geschafft habe. Gucken wir uns natürlich jetzt noch kurz die Sachen hier an, weil ich ja 8 geworden bin oder Level 7? Level 8, ne? Ja, Level 8, nice. Chillige. Gibt's was Neues? Ja, neue Einladungsevent. Matlack freigeschaltet. Geil. Den könnte ich auch im Match mir so vorstellen mit der Farbe. Da muss ich kurz aufstoßen. Entschuldigung. Ja, ein LP640 gegen LP560-4. Ist wahrscheinlich ein Rennwagen. Keine Ahnung. Okay, ich würde sagen, wir nehmen das mal an. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich! Vielleicht merkt man, dass ich ohne Aufnahme ein bisschen besser bin. Es ist jetzt 2 Minuten oder 1,5 Minuten später. Also ich habe nur eine Ladezeit dazwischen gehabt. Und ja, ihr könnt ja mal links unten gucken. Also es ist die erste Runde gewesen. Und ich habe die 1 Minute unterboten. Also sobald ich aufhöre zu labern mit der Scheiße hier, fahre ich deutlich besser. Also deutlich, deutlich besser. Mit deutlich besser meine ich fucking deutlich besser. Du Schwedi, ey. Nicht jetzt. Kurva, ja, mach das. Uiuiui. Da war wandnah, muss ich sagen. Die Runde war sogar langsamer, okay. Ja gut, hab wieder angefangen zu labern, ne? Labern nix Gute diese. Wenn ich Schnauze aufmache, kacke. Aber ich bin auch nicht so ganz perfekt gefahren. Also allgemein habe ich nicht so ganz darauf geachtet, dass ich perfekt fahre. Die erste Runde, also sobald ich meine Fresse halte, fahre ich eigentlich ganz in Ordnung, muss ich sagen. Und gerade in dem Spiel hier funktioniert es auch echt gut. Uiuiui. Ui, ui. Ich glaube, ich schaffe sogar noch eine Runde. Nee, schaffe ich nicht. Okay, das ist definitiv die letzte Runde hier. Wenn die Zeit abläuft. Also ich bin jetzt auf einmal sehr, sehr schnell. Nee, okay, ich bin definitiv nicht sehr, sehr schnell. Dass ich da... Oh, shit. Das war leicht touchiert, glaube ich. 3, 2, 1. Ich habe noch mal eine bessere Zeit rausgeholt. Nice. Schisch. 59,460. Alter Schwede, ey. Easy, Rundenzeit. Beste Leben, Alter. Junge. So, ein Foliable. Vielleicht bin ich nicht aufgestiegen. Wäre sehr unwahrscheinlich zumindest. Ja, sehr unwahrscheinlich. Knapp 1000 Punkte, glaube ich. Ne, gut 1000 Punkte, okay. Fast 1200. Aber ich glaube, fürs nächste Level-Up brauchen wir 18.000 Punkte. Ja. 18.000. So. Dann machen wir mal weiter. Allerdings würde ich sagen, mit einem, wie heißt denn diese Rennen? Hier mit so einem Einladungsevent, glaube ich. Denn da haben wir ja schon wieder neue gekriegt. Wir fahren mal Ford GT gegen Viper SLT10. Das wird ein toller Wettkampf. Du hast die Wahl zwischen dem Ford GT und der Dodge Viper. Ich glaube, Viper böser, aber Ford GT cooler zu fahren. Ich fahre Ford GT. Ich finde Ford GT auch optisch cooler. Auch wenn der Viper SLT10 schon ein verfickt geiles Auto ist. Und ich mir definitiv nehmen würde, wenn ich es kriegen könnte. Für kleines Geld, logischerweise. Weil ich scheiß kein Geld. Und ich glaube, eine Viper ist schon echt teuer. Leider. Ladezeiten im Spiel sind übrigens komplett zum Kotzen. Boah, Ford GT sieht schon böse aus. Okay, 5 Sekunden Vorsprung. Junge. Okay, die Karre geht ab. Das ist halt auch ein Stufe 3 Auto, ne? Uiuiui. Kurwa. Das ist böse. Der überholt uns einfach. Oh,
Okay, gut gefangen. Das heißt aber wahrscheinlich auch, wenn er 5 Sekunden Vorsprung auf uns hat, haben wir verloren. Du liegst in Führung, dein Gegner liegt in Führung. Oh, okay, der kann hier deutlich aggressiver durchfahren als ich. Oh, der Ford GT ist echt nochmal ein Stück vom Handling echt nicht so geil. Nicht so geil. Ja, mei. Bitte fahr hier um die Kurve. Ja, das war's. Den kriegen wir nicht mehr. Ah, vielleicht doch. Ich hole auf. Langsam. Okay, nee, vergiss es. Junge, mit dem Ding musst du echt viel lenken. Also da ist wieder... Lenkung nicht so geil. Und da vorne ist die Ziellinie. Und jetzt bleibe ich einfach vorne. Und geschafft. Das war nicht gut gefahren von mir, aber gewonnen. Okay, Ford GT fährt nicht so gut. Lenkwinkel echt nicht geil. Dennis Arno. Achso, wir müssen 2 Runden gewinnen. Okay, fuck. Tauschen wir jetzt Fahrzeuge? Oder fahren wir beides mal vor? Also bleibt die Fahrzeugwahl. Auch possible. Also beides wäre durchaus realistisch. Abwarten. So wie die Cutscene. Einfach abwarten. Okay, gleich geht's los. Also, wie beim letzten Mal. Komm als erster ins Ziel oder fahr 5 Sekunden Vorsprung raus. Alles klar? Grün, los. Ja, ich trete schon voll rein, Junge. Ich trete schon voll rein. Problem ist nur, dass er dieses Mal direkt vor mir ist. Ja, die Viper ist halt 5-mal agiler. Obwohl die Motor vorne nicht meinen Ford GT hat, Motor hinten. Also theoretisch besserer Schwerpunkt beim Ford GT, aber... Die SRT10 fährt halt auch einfach riesen Schlappen auf der Kiste drauf, ne? Das ist schon übel. Ich versuche ihn bewusst ein bisschen zu rammen, einfach um ihm ein bisschen von der Strecke auch abzulenken. Fahr bitte wieder auf die Strecke drauf. Oh, Kurwa! Nee, okay, das war's. Ja, das war's. Neustart! Ja! Ich glaube, jetzt müssen wir alle... Nee, wir müssen das Rennen nochmal. Okay. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass wir das beides nochmal machen müssen. Ja, komm. Na komm. Na komm. Na komm. Tja, ein bisschen langsamer durchfährt, fährt der Ford GT auch echt ganz gut durch. Da haben wir rausgeschoben. Das war ziemlich cool. Wir haben tatsächlich nicht so viel Vorsprung, wie ich erwartet hätte, gerade nach diesem geilen Manöver. Das war actually mal gut gefahren. Also die Kurve zumindest, das danach nicht mehr. Ah, zu schwer. Komm gerade hier, bitte. Bitte, bitte. Ui, 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 nee. Nicht schon wieder. Also, das ist verloren. Ganz knapp nicht. Gefühlt war das gerade alles quer. Und hier hat er wieder den gleichen Fehler gemacht und ist komplett weggeflogen. Alter! Ich müsste eigentlich eine Kamera einbauen, weil ich bin echt viel am Rotieren hier. Okay, wir waren eigentlich, also wir waren auch fast zeitlich vor ihm.
4 Millisekunden haben, glaube ich, gefehlt, aber wir sind auch so Erster geworden. Ich habe auch schon überlegt, ob ich hierfür eine Kamera aufstellen soll, aber Kamera... Oh. Also eine Kamera, die so halt seitlich aufs Lenkrad filmt, wie viel ich lenke. Muss ich vielleicht mal ausprobieren, vielleicht mache ich das noch. Weiß ich aber noch nicht. Das war ganz nett. Da gibt es nur Punkte für den Podiumsplatz und es gibt richtig Asche, 16k, nice. Das ist gut. Finde ich sehr gut. Im Allgemeinen sehr wenig Punkte. Das hat sich allgemein punktetechnisch nicht so gelohnt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, aber ich würde sagen, wir machen noch eins, oder? Ja, doch, komm, noch eins können wir, oder? Also noch eins von denen. Es ist halt weird, so ich pausiere mal die Musik. Es läuft halt Musik, obwohl ich auf keine Musik gestellt habe. Ja, dann machen wir doch jetzt mal das hier, oder? Oder machen wir erstmal das hier. Das ist ja noch eins. Ich würde sagen, wir machen das hier, das ist ja relativ neu. Ein DB9. Stellt heute allen Fahrern den DB9 zur Verfügung. Cool. Also geht so. Ich meine, das ist ein nettes Auto, aber... Ich weiß gar nicht mehr, welchen Aston Martin wir in Undercover hatten. Der war geil. So wie er dann war. Serie war der nicht geil. Optisch. Also schon nicht scheiße, aber nicht so geil wie das, was wir daraus gemacht haben. Muss ich ehrlich sagen, ne? Das, was wir daraus gemacht haben, war... Oh, fuck my life, Alter. Das war schon schick. Katzi! Wir haben noch 10 Sekunden bis zum Start. Okay, jetzt zählt der Fahrer. Also zeig ihm, was du drauf hast. Grünes Licht. Los, los. Viel Spaß. Beschleunigt auf jeden Fall sick hoch. Also er geht gut nach vorne. Der Innenraum gefällt mir gefühlt gar nicht. Kinder, gehen die Bremslichter bei denen nicht oder habe ich sie nicht nur nicht gesehen, Alter? Auf jeden Fall ein sehr nervöses Auto. Und scheinbar ein DSG oder ein Wandler. Ich glaube, es ist ein DSG. Bei den Schaltzeiten könnte es ein DSG sein. Okay, ich muss deutlich früher bremsen. Merke, bremsen ist gut. 1500 Punkte für Nummer 1. Achso, führe eine ganze Runde lang und 1500 Punkte. What the fuck? Also führe eine ganze Runde lang ist jetzt nicht so schwer, hoffe ich. Nitro habe ich noch nicht, okay. Ich glaube, Nitro gibt es aber auch nicht in allen Events, sondern nur in... Gut. How about Neustart, ne? Rums. Ist mal komplett zusammengefahren, das Ding. 10 Sekunden bis zum Start. Okay, jetzt zählt der Fahrer. Also, grünes Licht, los. Es dürfte ein perfekter Start gewesen sein. Ja, war es. Steht doch da oben. Okay, interessant. Never. Also jetzt mal... Das starte ich neu. Achso, übrigens, wenn man Gas und Bremse ist hoch und runter, aus irgendeinem Grund. Wie soll man da denn vernünftig durchkommen? Also das ist halt ein bisschen unverständlich für mich, dass die KI da so dumm programmiert ist. Jack, was ist denn? Dass man da gar nicht anständig durchkommt, ohne halt sowas hier. Also ich meine, jetzt bin ich halt auch ziemlich mies da reingefahren, bin ich ehrlich. Aber eben bin ich halt gar nicht dem hinten reingefahren, wurde dann sofort umgedreht. Das hat ja nicht viel mit einem realistischen Rennen zu tun. So in einem Rennen ist halt kontaktfrei eigentlich. Wir sind jetzt gerade ganz gut durchgekommen, muss ich sagen. Ich habe eine Nachricht gekriegt, die ich mir gleich mal durchlesen muss. Dass man hier diesen Blur kriegt, finde ich ganz cool eigentlich, weil das ja so ein bisschen so zeigen soll, dass man sich nicht zurecht... Hallo! Kannst du mich bitte nicht durch die Gegend schieben? Danke, du Hurensohn! Richtiger Assi, Alter. Hat mich einfach weggeschoben. Der Wichser. Ja, ist gut, ne?
Also mit so vielen auf der Strecke ist echt kacke, muss ich sagen. Ist eher so ungeil. Neues Fahrerlevel erreicht, nice. 1050 Punkte in der ersten Runde und wir sind noch nicht mal durch. Ja, da vorne ist das Ende. Ja, ich glaube, wenn das so ein bisschen... Verpiss dich doch, fahr! Junge, die Bremse aber vor manchen Kurven... Leck mich im Arsch, ey. Also das Event ist bisher scheiße. Hauptsächlich, weil man halt dauernd einfach nur weggedrängt wird. Ich werde bei jedem perfekten Start übrigens schlechter. Der erste war 43 Punkte, der zweite 41, der jetzt 40. So, ich will einfach nur nicht drin gedreht werden, dann ist alles cool. Alter, so blind irgendwo hinzufahren ist aber auch Katastrophe dann. Weil man halt gar nicht so genau sieht, wo man hinfährt. Die Karre ist echt nicht langsam. Jack! Hallo, fahr doch bitte, danke. Hat er nicht ABS hier? Das ist dann fast ein neuer Wagen, der muss auch ABS haben. Ich schieb mich aber ganz gut durch die Gegend, muss ich sagen. Schon mit 220 hier drauf zu, Alter. Der gefällt mir vom Lenkfeedback her hier nicht so gut. Der Wagen. Da hat mir bisher der 350Z echt gut gefallen. Auch wenn ich erst gesagt habe, dass ich die nicht so geil finde. Ich meine, jetzt haben wir aber weniger Punkte als vorher, weil wir hier noch nicht so viel Crashs gebaut haben. Und Crash ja auch Punkte geben, hat Aggressionspunkte. Aber das sieht schon mal ganz gut aus für die Platzierung hier gleich. Neue Fahrerlevel erreicht, okay. Hatten wir ja eben auch schon mal. 1000 Punkte haben wir jetzt. Jetzt nicht noch ein zweites neues Fahrerlevel, sondern weil ich das eben abgebrochen habe, waren wir wieder bei dem alten Punktestand. Das war scheiße. Das war viel zu schnell. Alter, das war auch nicht so gut. Das jetzt auch nicht. Gott, das war scheiße und das war scheiße und das war scheiße und ich muss einfach weiter. Genau. Hui, 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 hui. Okay. Wir haben aber länger hinter uns keinen. Und das war zu spät gebremst, okay. Was auch immer das gerade war. Jetzt haben wir auf jeden Fall keine Motorhaube mehr. Und schon mal einen schönen Riss an der Windschutzscheibe. Was wir den erst jetzt haben, ist eigentlich ein Wunder. Wir müssen auf jeden Fall den noch überholen, diese Runde, weil wir müssen eine ganze Runde vorher vorne sein. Oder ich mache halt gleich nochmal ohne euch. Wobei die hier relativ früh bremsen, glaube ich. Ja, genau, die bremsen recht früh. Bin ich ehrlich, da kann man echt spät bremsen. Ui, ui, ui. Na komm, Auto, komm, 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 komm. Da kann man ruhig mal ein bisschen schneller schalten. Nice, in Führung. Jetzt müssen wir eine Führung halten für diese Runde. Also für die nächste eigentlich. Actually. Nee. Dummes Arschloch. Lass mich vor. Bitte, bitte, bitte. Fuck, das schaffen wir nicht. Okay, RIP. Dadurch haben wir schon mal das dritte verpasst. Führe eine Runde lang, schaffen wir nicht. Und ich fahre hier auch einmal nochmal voll gegen. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, okay? Bis gleich. Oh, ja. Da sind wir wieder. Wir sind mal auf jeden Fall als Erster ins Ziel gegangen. Und jetzt müssen wir nur noch eine Runde vorne bleiben. Und ich dachte, eine anständige Runde könnte ich euch aber mitnehmen. Weil bisher bin ich ja nur ein paar Beschissene mit euch gefahren. Ich muss sagen, der Aston Martin gefällt mir auch nicht so gut. Der fährt jetzt nicht so sexy. Muss alles sehr früh bremsen. Gefühlt. Und er bricht dann auch sehr schnell aus. Wenn man das nicht tut. Ja. Ist nicht so mein Auto. Aber fährt. Kurz geguckt, ob ich wirklich aufnehme. Ja, tue ich. Ich mache wieder Mucke an. Jetzt auch schon 25 Minuten. Hier kann man echt relativ spät bremsen. Hier habe ich die auch jedes Mal überholt eigentlich. Ich wurde noch 4-5 Mal umgedreht leider. Wir haben übrigens nicht mal 1200 Punkte bis jetzt. Das war vielleicht ein bisschen zu spät. Geil.
Das heißt, ich krieg wahrscheinlich nicht mehr die 1500 Punkte und da ich das letzte Rennen nicht gespeichert habe, also nicht zu Ende gefahren bin, habe ich damit auch ein Problem. Führe eine ganze Runde lang haben wir jetzt auf jeden Fall mal gekriegt. Es ist ja egal von wo, es geht nicht darum. Ja, nice. Nur 1300 Punkte statt 1500. Das heißt, ich darf das Rennen nochmal machen. Das ist nicht so mein bevorzugtes Rennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Fand ich eher so kacke, das Rennen, aber. Mei, ist in Ordnung. Gut, dann würde ich sagen, mit 15.000 Punkten sogar, ne? Verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Beziehungsweise wir warten jetzt natürlich noch kurz ab, wie das hier ausgeht. Ich trinke nochmal kurz einen Schluck nebenbei. Bin tatsächlich nicht so präzise gefahren. Finde es interessant, dass ich die ersten beiden Male 1500 Punkte recht einfach erreicht habe. Und dieses Mal nicht. 60.000, Alter. Ist gut. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da habe ich dann das ja auch geschafft. Bis dahin. Haut rein. Was? Zurück? Weiter? Okay. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.